So, hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich muss schon mal jetzt hier die ganze Zeit über meine Kamera wischen, weil ich gerade schon gesehen habe, dass die ganze Zeit das Bild beschlägt. Und zwar heute ist übelst krass neblig. Also wirklich neblig, hier liegt auch noch ein bisschen Schnee, deswegen muss ich voll aufpassen. Aber ich dachte, ich nehme heute einfach mal ein Video auf, weil ich das immer auch ein bisschen spannend finde, so mit Nebel und so weiter. Aber ihr werdet gleich sehen, wie wenig ich, sage ich mal, sehe. Ja, also ich hoffe, man kann auf der Kamera sehen, wie neblig es wirklich ist. Ich weiß nicht, ob ihr diesen See schon mal gesehen habt bei mir auf Instagram oder so. Ich sehe gerade, keine Ahnung, vielleicht 15, 20 Meter und danach ist komplett weiße Wand. Und hier im Wald geht es gerade sogar noch. Außer, dass ich die ganze Zeit hinten wegrutsche, weil es so glatt ist, wegen, es ist 0 Grad, es liegt ein bisschen Schnee und es übelst feucht, also es ist alles neblig und so weiter. Und deswegen werden wir mal vorne auf die Straße fahren und schauen, wie es da aussieht. Und viele haben auch gefragt, wie lange ich denn mit der WR, sag ich mal, fahre, mit Sprit und so weiter. Und zwar hat die WR ja hier diese Tankanzeige. Ich hoffe, ihr seht es jetzt. Ich muss aber ein bisschen über die Kamera wischen, es tut mir leid. Hat die WR ja die Tankanzeige. Und die blinkt bei mir jetzt schon wieder seit, und zwar kann man das auch sehen, seit 20 Kilometern. Und das ist auch sowas, wo ich denke, ja, ich könnte jetzt noch ein Stück fahren und habe auch keine Angst, dass ich irgendwie stehen bleibe. Weil ich, sage ich mal, mit der auch schon 45 Kilometer, sage ich mal, auf Reserve gefahren bin. Und deswegen macht es mir eigentlich jetzt nichts aus. Okay, also hier ist auf jeden Fall ein sehr großes Feld, aber man kann wirklich fast nichts sehen. Und auch das Auto, was zum Beispiel gerade von vorne kommt, habe ich erst so spät gesehen. Also es ist schon, sage ich mal, echt gefährlich. Also ich würde euch nicht empfehlen, bei so einem Wetter richtig auf der Straße zu fahren und so weiter. Ich mache das jetzt mal hier fürs Video, aber hier ist ja auch nicht viel Verkehr und so weiter. Aber ja. So rutsche ich wegen dem ganzen Schnee. Ich kann euch ja mal zeigen, wie das ist, wenn ich einfach mal Gas gebe. Ihr seht, das Hinterrad dreht halt wieder sofort durch. Und jetzt kam ich auch gar nicht vom Fleck, weil mein Hinterrad durchgedreht ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall, wenn ich jetzt ein Wheelie machen würde, ich sehe von vorne kommen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob da ein Auto kommt, weil ich das erst ganz spät erkennen würde. Und deswegen ist es auch echt gefährlich, bei Nebel zu fahren, sage ich mal. Und ja, ich hoffe, das kommt auf der Kamera so rüber, wie es auch in echt ist, sage ich mal. Ich werde versuchen, gleich nochmal mit meinem Handy ein Thumbnail aufzunehmen. Ich muss sagen, die Luft ist so ziemlich so kalt und so ein bisschen nass. Das merkt man auch vorher, also, sag ich mal, meine Haare, ich muss jetzt hier mit Brille unten fahren, weil sonst die ganze Zeit alles beschlägt. Und meine Haare gucken hier oben ein bisschen raus und die sind halt komplett nass von dem Nebel. Das hatten wir damals auch, wenn wir mit dem Fahrrad zur Schule gefahren sind, bei Nebel. Da sind wir in der Schule angekommen und unsere Haare waren komplett nass von dem Nebel. Und ja, ist schon krass, vor allem wenn man jetzt hier durch den Wald fährt. Und wenn ich Licht dann mache, das sieht man glaube ich nicht auf der Kamera, dann sieht man halt übelst den Nebelstrahl sozusagen. Und ja, ich denke mal, ich werde auch bald wieder zurückfahren, weil es ist echt kalt. Ich habe mich heute gar nicht so warm angezogen, es sind 0 Grad oder so. Ich werde einfach mal... Also das ist auch sehr, sehr glatt, so der Boden und alles, wenn ich hier ein bisschen Gas gebe. Und ja Leute, ich würde sagen, das war's einfach mit diesem kleinen Video. Wollte euch einfach kurz mitnehmen, wie ich ein bisschen durch den Nebel fahre, weil heute extremer Nebel ist. Und jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Haut rein Leute und ciao.